Letzte Woche hat das Wetter einfach nicht mitgespielt. Der Flohmarkt ist ins Wasser gefallen. Und ja, heute sah es anders aus. Was ich gefunden habe, zusammen mit meinem Bruder, das zeige ich euch gleich. Leider muss ich sagen, geht die Flohmarktzeit zu Ende. Jetzt haben wir den Oktober. Das Wetter wird schneller oder ist früher dunkler und auch ungemütlicher, regnerischer. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auf meiner Liste nur noch zwei wirkliche Flohmärkte auf meiner Liste. Ansonsten, ja, sieht das hier sehr schlecht aus. Aber es heißt nicht, dass kein Video kommt. Nur es kommt keine Flohmarktausbeute sozusagen, weil das kann ich nicht bringen, wenn ich nicht am Flohmarkt bin. Und ich kann euch so schon sagen, wahrscheinlich bin die nächsten erst dann wieder nächstes Jahr März. Aber ich möchte trotzdem euch dann eben halt Pickups zeigen oder irgendwas, was ich neu habe. Da gibt es genügend. Also bleibt dran bitte. Flohmarkt bringe ich immer dann, wenn ich einen besuchen kann. Logischerweise. Aber egal. Ihr wollt wissen, was wir heute gefunden haben. Der Flohmarkt war, ja, war ein professioneller Veranstalter natürlich, dadurch auch noch sehr viele, ja, Möchtegern-Händler dabei. Also ich habe auch einige Sachen erlebt. Ich habe da eine schöne PlayStation 1 Tasche so für lose CDs gefunden. Waren ein paar 0815 Promos drin, also keine Spiele, sondern diese Werbepromos von den Magazinen. Ich fragte nur, was willst du dafür haben? 50 Euro! Habe ich gesagt, okay, ja, dann such mal den, der 50 Euro dafür brachte. Ich sage, ich hätte 3 jetzt gegeben, aber 50, ne, ich dachte, es ist 50 Cent, aber nein, leider nicht. Also es gibt auch welche, die komplett übertreiben. Es gab auch eine andere Sache, die wir gerne mitgenommen hätten, eine Amiibo-Figur, so dieser Hochzeitsbowser, aber da wollte man über 100 Euro haben. Ist er wohl auch wert, weil er sehr selten ist, aber war dann uns zu viel. So, ich fange an mit den Dingen, die wir gefunden haben. Am besten mit Filmen. Wir haben eine ganze Reihe Filme gefunden. Auch ein paar schöne dabei. Die gab es, kann man so sagen, unterschiedlich haben die Preise gewesen. Also ich nehme jetzt einfach mal welche und die müssten etwa... Ach, ich nehme einfach mal weg und dann weiß ich, was es gekostet hat. Also die haben auf jeden Fall, glaube ich, ja, die haben je 2,50 das Stück gekostet. Da haben wir einmal die Ip Man Trilogie mit Donnie Yen. Richtig gute, ja, Action-Reihe, kann man sagen. Hongkong-Action. Dann Jackie Chan, New Police Story. Ist für uns ein Upgrade. Gab es auf DVD vorher oder haben wir auf DVD nur gehabt in der Sammlung. Ist jetzt abgegradet. Auch Ip Man haben wir einen Film, glaube ich, in der Sammlung. Genauso das andere bei sind auch zwei Upgrades. Einmal das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter. Ungekürzte Fassung. Wie gesagt, 2,50 gab es dazu. Und Spaceballs. Auch in kurzer Fassung. Das war bei so einem Händler, der hatte eine ganze Menge Blu-rays. Und das Schöne ist, ihr seht, die sind alle so in so schönen Folien eingepackt. Und das zeigt schon, dass der sich Mühe gibt. Und da haben wir auch noch eben halt noch ein paar andere Sachen gefunden, bei dem, die sind jetzt in der Reihenfolge ein bisschen durcheinander, deswegen kommt das gleich. Aber der hat echt schöne Sachen dabei gehabt. Und ich muss jetzt mal gucken, ich versuche mal die zu greifen. Ich habe mich da irgendwie jetzt eben beim Saubermachen, ihr kennt das, vertan. Also, da haben wir noch mitgenommen Solomon Kane, wollte mein Bruder unbedingt mal sehen. Auch für 2,50, wie gesagt, 2,50 das Stück. Der nicht, jetzt komme ich durcheinander, ich weiß es nicht hundertprozentig, wo war es, 2,50, wo war nicht mehr. Aber egal. So, der auch noch, Free Guy, auch 2,50, auch noch neu sealed, der ist wirklich sealed. Dann auch hier, ja, Ninja Assassin, auch 2,50, wunderbar. Ein Film, den ich auch richtig gut fand, mit Jackie Chan, Vanguard, einer seiner neueren, so ein Leiter einer ja, Rettungseinheit spielt, richtig gut. Dann gab's, warte mal, habe ich noch mehr von dem Händler? Muss ich gucken. Ich habe hier noch Filme, aber nein, den nicht. Iman war nicht von ihm, vom anderen, aber auch 2,50 vom anderen. Genau mit dem zusammen gab es das, die beiden für 5, also je 2,50 Asterix. Und das Ganze des Zaubertranks ist schon der etwas neuere Animationsfilm. War nicht schlecht. So, und jetzt haben wir beim anderen Händler Dinge gefunden. Das hat echt, der hat 2 Euro gekostet. Wudang, auch so ein asiatischer Film. Haben wir mal auf der Liste gehabt, wollten wir mal sehen. Klang auch ganz gut. So, die anderen Filme, die ich habe, je 1 Euro. Also echt ein Schnapper.
Da nimmt man auch die einfachen Filme oder die nicht die besten mehr mit. Dumm und Dümmer von mit Jeff Bridges, Quatsch, Jeff Daniels und Jim Carrey. Der erste Teil ist mega, aber wie gesagt, für einen Euro nimmt man ihn gerne mit. Genauso wie Chris Hemsworth im Herzen der See für einen Euro. Der Ron Howard Film. Oh. Dann Lago Winch 1 und Lago Winch 2, aber sogar Special Edition. Beides für 1 Euro. Hier ist leider die Hülle kaputt, die wird ausgetauscht, aber wie gesagt, 1 Euro für die Blu-ray, kann man nichts sagen. Da war wirklich super viel in riesen Boxen, aber also das hatten wir irgendwo, aber auch nicht irgendwo besondere Sachen. Während der Händler, der hatte schon einige besondere Sachen, aber da wollte auch unterschiedliche Preise da teilweise. Aber wir haben wie gesagt 2,50 das Stück bezahlt. Das ist alles doch so ein fairer Preis, finde ich. So, 2 Animes hatte der mit 1 Euro auch dabei. Hier für 1 Euro gab es Legend of Basra, Volume 1. Ob ich die behalte, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal reinschauen. Ganz anders sieht das aus für 1 Euro. Space Pirate Captain Harlock. Hier steht Harlock. Ich kenne nur Harlock, aber egal. Nee, egal. Captain Harlock kenne ich. Captain Harlock steht da. Ist aber dasselbe. Ja, ich kenne die Serie, die Animationsserie nicht, aber ich habe viel von der gelesen und da bin ich auch mal ganz gespannt drauf. So, mit Animation geht es auch gleich weiter. Also heute ist der Flohmarkt auch nicht so mega ergiebig, dass ich jetzt sage, wir haben die mega Sachen gefunden, dass man jetzt ich euch 3 Stunden was zeige. Nein, das war nicht. Das war klein, es war ja auch ein bisschen feuchtes Wetter und wie gesagt, viele Händler. Ich hätte da gerne noch 2-3 Sachen mitgenommen, aber die waren dann utopische Preise und das war nichts. Hier für 3 Euro habe ich mitgenommen ein Pokerkartenspiel mit von Cowboy Bebop. Cowboy Bebop ist auch ein Anime. Hat hier wohl mal 6 Euro gekostet oder es war ein Special, was irgendwo beilag. Fand ich ganz witzig. Für 3 Euro habe ich das gerne mitgenommen. Ja, jetzt kommen wir schon zu Highlights. Mein Highlight ist ein Messer. Ich habe ein Messer mitgenommen. Ich meine, wahrscheinlich wird die Hälfte von euch, die das jetzt hier guckt, nicht erkennen. Aber ich habe nur den grünen Griff so gesehen, wusste sofort, was das ist. Das ist ein Yps-Messer. Die Klinge leuchtet im Dunkeln, kann auch eingefahren werden. Das war so ein Trickmesser. Und das ist bestimmt 20 Jahre alt und ist auch in sehr gutem Zustand. Richtiges nostalgisches Feeling. Haben damit gespielt. Und ich habe die Dinger bestimmt 3-4 Mal gehabt und auch kaputt gegangen. Ja, jetzt habe ich es wiedergefunden für 1 Euro. Da konnte ich echt nicht Nein sagen. Und ja, Wahnsinn. Bei dem, wo wir die 1 Euro DVDs gekauft haben, da lag noch in einer Kiste ein Computerspiel. Und zwar Silent Service 2 für den Amiga. Absolut geil. Absolut geiles Spiel. Ist ein U-Boot-Simulationsspiel. Hier ist noch Micropost Summer Surprise. Jeder kauft ein Gewinn. So richtige Aufkleber. Hier hat man sogar noch hinten drauf geschrieben. So ein extra Aufkleber drauf gemacht, wo noch ein bisschen mehr steht. Brillante Grafik und digitalisierte Fotos sorgen für eine absolut realistische Darstellung der feindlichen Schiffe. Also man hat diese Punkte überarbeitet, die da mal unter waren. Ganz witzig. Bleibt auch drauf, weil es ist, wie gesagt, das Original. Hier auch Micropost Somerset, ist halt Micropost von der Firma von Sid Meier mitentwickelt. Und ja, ein Amiga-Spiel und auch diesen Klassiker. Findet man nicht wirklich häufig und der hat 5 Euro gekostet. Auch ein ausführliches, dickes Handbuch, das kann ich euch auch mal zeigen. Ich glaube, damit ihr euch eine Vorstellung habt, das kennt man ja gar nicht. Heute die Spiele haben eine CD und das war's. Hier ist es wirklich noch Amiga-Disketten. So, was habe ich? Oh, hier ist sogar noch was drauf. Summer Surprise. Ein Stift, aber mit so einem Aufkleber-Logo. Hier sieht man so ein Stift. Und der passt zu dem Micropost-Aufkleber. Also, ihr seht, das ist das gleiche Logo. Ich hatte schon mal einen Blick reingeworfen, aber ich hatte jetzt gar nicht gedacht, dass der dazugehört. Auch interessant. Ganz interessant. So, was haben wir hier? Die Disketten, Anleitung, Referenzkarte. Auch ihr seht auch schön in einer Folie, wie sich's gehört, verpackt. Und dann kommen schon so die Highlights. Hier drin ist nichts weiter als so eine Tastaturaufbelegung. Dann mehr Informationen zu diesem Summer Sale, was auch immer das bedeuten mag. Seht ihr, dieser Summer Sale aus dem Werbeflyer. Richtig lustig, dass das dabei ist. Eine Karte und ein Handbuch. Ja, es gibt dicke Handbücher. Richtig cool. Also, das ist richtig kultig.
Und ich glaube, dadurch, dass diese Summer Sales, es gibt die auch einzeln, ich habe auch das noch nie gesehen, ist das richtig ein cooles Werbeteil. Und hier ist es jetzt so ein Textmarker mit drei verschiedenen Farben. Ihr seht, hier ist so gelb unter, das konnte man dann wechseln, hier ist rosa unter und hier grün. Funktionieren, tun sogar noch ein bisschen, wow. Ich habe eben meinen Finger angemalt gleich. Aber gut, will ich jetzt nicht vertiefen. Also das gab es für 5 Euro, sehr gut, eigentlich sehr guter Zustand, kann man sagen. Und Amiga-Spiele, ja, gerade bei so einem Klassiker, das ist ja wirklich ein Klassiker, nimmt man gerne mit. Auch was ich gerne mitgenommen hätte, ich habe 3 Kasen-Comics von Gaston gefunden. Gaston ist ja auch von Frank Green, der das Maspilami entwickelt hat, und Spuren Fantasio. Aber ich sah von außen toll aus, waren durch den Morgen, durch die Feuchtigkeit natürlich ganz leicht feucht, aber noch nicht wellig geworden, noch gar nicht. Ich habe nur reingeschaut und die haben mir wohl im Keller gelegen und die haben angefangen von innen zu schimmeln. Sehr, sehr ärgerlich. Also konnte ich die leider nicht mitnehmen. Nicht, ja. Und jetzt kommen Highlights. Ich sag euch das gleich. Aber erst ist nochmal 2 Games. Haben wir da noch was anderes mitgenommen? Nee, da hatte die Dame die Amiibo, wo ich gesagt habe, wir wollten 100 Euro für haben, ist sie wert auch, will ich gar nicht bezweifeln, haben wir nicht mitgenommen. Aber weil mein Bruder nicht hundertprozentig sicher war, ob er es hatte oder nicht, die Schlümpfe im Albtraumland, hier haben wir einmal die Game Boy Color Version. Ich weiß nicht, manchmal gab es 2 Versionen, die Game Boy, in der Game Boy Version und die Game Boy Color Version. Auf jeden Fall ein sehr schönes Zustand-Label, ist noch völlig top, in Ordnung. Und bei dem, wo wir die 250er DVDs, Blu-rays gekauft haben, haben wir auch noch mitgenommen Street Fighter 30th Anniversary Collection. Auch verpackt und hat 20 Euro gekostet. Das heißt, wir haben insgesamt die Filme, wir haben 40 Euro bezahlt. Das ist alles in dem Rahmen. Es ist halt sehr solch Zustand alles und lässt sich auch sehen. Also da kann man echt nichts gegen sagen. Und was jetzt ich euch gleich zeige, war ein Bundle-Deal und wir haben zusammen 100 Euro bezahlt. Klingt viel, aber wenn ihr seht, was es ist, dann seid ihr sicherlich auch erstaunt. Mitgenommen einmal und das wird mich auch verlassen, weil ich habe den guten Freund, den Bürgermeister, den Flo, der sammelt das und der freut sich darauf, das zu haben. In einem Traumzustand kann man fast schon sagen, weil die sind wie neu, die Babysitter-Phones von DuckTales, also absolut top. Die Hülle ist absolut top. Die Dinger sind neuwertig da drin. Ich will nur zeigen, sind hier noch in den Originalkartons. Absolut perfekter Zustand. Ob sie funktionieren, kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe jetzt sie nicht ausprobiert. Aber sehr, sehr schön auch hier so mit diesem schönen DuckTales-Motiv oder beziehungsweise Donald und Daisy so im Babyformat, weil es natürlich Babysitter-Phone gibt. Mit dem DuckTales-Brand. Und es gibt ja von diesem Brand eine ganze Menge Teile. Hier haben wir jetzt erstmals wirklich schön mit der Box und als ich das gesehen habe, habe ich gleich an dich gedacht, Flo. Also deswegen ja, musste ich das mitnehmen, also in dem Zustand auch. Und selbst wenn es dich nicht interessiert hat, ich weiß inzwischen, dass es dich interessiert, hätte ich es mitgenommen, weil es ist einfach kultig. So, das andere, was wir mitgenommen haben, auch in der UVP, die ist noch nicht perfekt gereinigt und hat auch 1-2 kleine Stoßmacken, aber für den Preis ein komplettes Sega Master System 2. Richtig gut. Hinten leider, ihr seht die Delle. Aber wir haben festgestellt, es ist vollständig. Der Verkäufer meinte, Sonic ist leider nicht dabei, aber nach dem Lesen, der ist eingebaut. Sonic ist eingebaut, es ist ähnlich wie Alex Kidd in der ersten Version sozusagen Master System bei uns. Und wir hatten noch kein Master System. Es ist noch ein bisschen dreckig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier drin ist noch Dreck. Wir sind noch nicht so lange vom Flohmarkt zurück. Aber die Konsole ist auch noch in der Originaltüte. Controller sind noch in der Originaltüte. Also klar, wie gesagt, es muss noch gereinigt werden. Wir haben es jetzt erstmal ein bisschen. Ja, es riecht leider auch ein bisschen muffig. Muss man ehrlich zugeben. Aber wir haben jetzt das so ein bisschen erstmal auch erwärmen lassen, weil draußen ist so eine gewisse Feuchtigkeit, so eine Klammigkeit, dass wir gesagt haben, wir machen das erstmal ein bisschen stehen lassen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, ich mache das Video. Gut, ich habe jetzt ein bisschen was zugestellt. Kommt da oben drauf kurz, so wie es da auch stand beim Händler. Und was, ja,
Der war aber fair. Ich muss sagen, das ist ein fairer Preis. Wir haben geguckt, das Master System mit schlechterer Box geht für 180 Euro weg. Und da ist noch teilweise Originalkarton drin. Wie viel Styropor oder so dann wirklich drin war, weiß ich nicht, ob da was fehlt. Aber ja, getestet ist es in diesem Moment noch nicht. Ich weiß es nicht genau, ob ich dran denke, wenn ich es ausprobiere, bevor ihr dieses Video seht. Wenn ich es teste, bevor das Video veröffentlicht ist oder fertig ist, dann werde ich noch was anhängen damit, dass es funktioniert. Ansonsten werde ich mal sehen, dass ich das irgendwie ins nächste Video packe, dass ich euch sage, ob es funktioniert hat oder nicht. Ja, das war der Flohmarkt. Wie gesagt, viele Flohmärkte gibt es nicht mehr. Zwei Stück habe ich nur noch auf meiner Liste, die wirklich in meiner Nähe stattfinden. Sicherlich kann auch noch mal einer dazukommen, den ich übersehen habe. Aber geplant ist nächste Woche ein größerer Flohmarkt. Da würde ich mich freuen, wenn das Wetter mitspielt, so wie heute. Heute Sonne, auch wenn es ein bisschen klamm war heute Morgen, aber Sonne ist rausgekommen und so weiter. Alles wunderbar. Nächste Woche, das wäre echt schön, weil es doch ein schöner Flohmarkt ist. Normalerweise ein schöner, größerer. Ansonsten muss ich zugeben, habe ich dann danach erstmal längere Zeit keinen mehr. Und der nächste wirklich auf der Liste ist, ich glaube, erste oder zweite Dezemberwoche erst. Das heißt, dazwischen kann ich keine Flohmarktvideos zeigen. Es gibt nichts. Es gibt keinen Flohmarkt mehr. Die Zeiten sind jetzt traurigerweise vorbei. Und ich hoffe, ihr habt auch noch Spaß mit meinen anderen Videos. Ich freue mich, wenn ihr, ja, es heißt nicht, dass ich nichts zu zeigen habe. Ich möchte euch Sachen aus der Sammlung weiter zeigen. Ich möchte euch weiter auch Pickups zeigen, weil die Sammlung hat auch auf anderer Hinsicht uns immer wieder erweitert. Also es gibt von Kleinanzeigen normale Käufe. Ja, da wird viel sein. Und wenn ihr genau guckt, schaut euch die anderen Videos an. Dann, ja, allein das letzte Video, glaube ich, was ihr gleich vorgeschlagen kriegt, wird bestimmt auch einen schönen Pickup haben. Nee, vielleicht auch nicht, vielleicht auch ein Let's View, könnte auch sein. Aber schaut mal rein, das lohnt sich auch. Ne? Das Format ist ein bisschen unterbesetzt, wird nicht so häufig geguckt. Es lohnt sich aber. Ich bringe interessante Einblicke aus der Vergangenheit dazu. Ja, schaut rein, würde mich freuen. Ansonsten, das war meine Flohmarktfunde. Mein Highlight dieses Mal, ich muss sagen, ich sage wirklich, das Babyphone ist eins der großen Highlights, aber als Kindheitserinnerung ist das hier unbezahlbar. Da kann ich nur sagen, mehr sage ich dazu nicht. Das war schon spaßig. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn ihr euch erbarmt, nein, wenn ihr auch Spaß dran habt, dass ich euch so ein bisschen unterhalten habe, dann bitte ein Like. Ansonsten, ja, wünsche ich euch weiterhin einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, da heute Sonntag ist und ich heute das Video veröffentliche, hoffe ich, dass ihr auch am Mittwoch mit, einfach reinschaut. Da habe ich bestimmt was Interessantes wieder für euch. Ansonsten, ja, bis dahin.